DMZ, DMZ, DMZ. Fangen wir jetzt jedes Video so an mit diesem blöden DMZ-Quatsch? Ich weiß es nicht, aber wir sind momentan sehr, sehr gespannt, was bei DMZ passieren wird. Und ja, ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich echt sagen, weil es ein großer Titel wird in unserem Extraction-Looter-Shooter-Bereich. Zumindest in einem Extraction-Shooter-Bereich. Ob es ein Looter-Shooter ist, wissen wir noch nicht. Wir haben ein paar Neuigkeiten. Am 16.11. ist es soweit. DMZ wird kostenlos kommen mit dem Warzone 2-Modus, also abgekoppelt von Modern Warfare 2. Sehr, sehr krass. Und ja, alles, was wir jetzt neu wissen seit dem letzten Event und ein paar Interviews gab es noch hier und da. Also alle Informationen jetzt zu dem DMZ-Modus zum aktuellen Zeitpunkt in diesem Video. Also nochmal das Datum hier, der 16.11.2022, dann kommt Warzone 2 mit dem DMZ-Modus und mit dem Spec-Op-Modus. Tatsächlich ist es so, der DMZ-Modus ist also nicht der einzige, werden noch andere Modi dazukommen. Auch ein Third-Person-Modus wird dabei sein und dieser Third-Person-Modus wird auch in DMZ ein Modus sein. Ob jetzt DMZ ausschließlich in Third-Person sein wird oder First-Person und Third-Person, das werden wir sehen, das wird noch interessant. Aber Tatsache ist, DMZ ist halt wirklich nicht der einzige Modus. Trotzdem ist immer noch das Potenzial da, dass DMZ ein absoluter Schwerpunkt sein soll für die Entwickler. Und es könnte sein, dass wie damals Warzone als Modus mitkam in Call of Duty und dann eigenständiges Spiel wurde wegen einem krassen Erfolg, dass sie ähnliche Pläne haben für den DMZ-Modus, dass dieser DMZ-Modus so groß wird, dass er sich abkoppeln könnte und ein eigenständiges Spiel werden könnte. Aber das wird die Zukunft zeigen und wir werden sehen, wie sie das Spiel umgesetzt haben. Also da bleibt es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kommen wir zu den Infos, die wir haben zum DMZ-Modus. Und zwar wissen wir jetzt, eine Map von Warzone 2 wird genutzt und zwar Al-Masra. Wir haben ja vorher gehört, dass 4 Maps in der Entwicklung sind. Momentan wird über eine Map gesprochen und zwar die große Warzone 2 Map. Wir werden die ganze Map begehen können. Es werden insgesamt 100, ja, es wurde Spieler gesagt, 100 Spieler auf der Map sein. Jetzt glaube ich persönlich nicht, dass damit 100 richtige Spieler gemeint sind, sondern wahrscheinlich ist es inklusive KI. Wir hatten einmal die Zahl gehört, 20 bis 35 Spieler pro Map. Wenn wir jetzt hören 100, dann könnte ich mir vorstellen, dass die 30 zum Beispiel mit 70 KI-Einheiten aufgefüllt werden, weil es heißt, KI patrouilliert, KI bewacht schwere Festungen und je stärker ein Bereich sozusagen patrouilliert oder bewacht wird, desto höher ist der Loot auch in diesem Bereich. Diese Information übrigens von diesen 100 Spielern haben wir direkt von einem Interview von einem Entwickler. Das heißt, diese Zahl 100 ist jetzt kein Gerücht, sondern das stimmt. Gerücht ist eher das mit 20 bis 35 und möglicherweise ist die Wahrheit dazwischen. Also vielleicht 20 Spieler bis 30 Spieler und 70 KI. Ja, vom Verhältnis her könnte das auf jeden Fall hinkommen für die Größe dieser Map. Die Entwickler meinten, dass es ein Sandbox-System sein wird. Sandbox ist immer ein System, was man verändern kann. Also man bauen kann, abbauen kann, umbauen kann. Bei Survival-Shootern sehr, sehr bekannt. Feuerstelle, Hütte bauen und so weiter. Jetzt ist die Frage, inwiefern jetzt hier ein Sandbox-System bei Call of Duty realistisch ist. Davon haben wir praktisch noch gar nichts gesehen. Noch gar nichts. In keinem Video, in keinem Gameplay. Also interessant, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Sandbox, das wird noch spannend. Mal gucken, was wir in Zukunft zu diesem Punkt sehen werden. Von einer Spielezeitschrift wissen wir, dass es einen Progress gibt in dem DMZ-Modus, der verknüpft sein wird mit dem Warzone 2-Modus. Das heißt, kriegen wir XP im DMZ-Modus, werden diese XP genutzt, um den Battle Pass für den Warzone 2-Modus freizuschalten. Das heißt, das Ganze ist übergreifend, die Modi sozusagen werden sich übergreifend fördern. Also Battle Pass wird auf jeden Fall gelevelt mit dem DMZ-Modus und wir kriegen Skins in dem DMZ-Modus, die ebenfalls im Warzone 2-Modus gespielt werden können. Ob diese jetzt auch im Multiplayer gespielt werden können, das wissen wir nicht, aber definitiv die Verknüpfung mit dem Warzone 2-Modus. Die Entwickler sagten, dass wir eigene Win-Conditions haben, also eigene Siegkonditionen. Das bedeutet, man geht mit einer Mission rein oder mit mehreren Missionen, erfüllt dann die Mission oder auch nicht, wie auch immer, und extracted dann. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, das wissen wir nicht. Ob man eine Mission erfüllen muss, um extracten zu können, oder ob man es frei auswählen kann. Denn wir haben eine weitere Information, und zwar, dass der Spieler relativ frei entscheiden kann, was er im DMZ-Modus macht. Er geht auf die Map und könnte anfangen, Spieler zu jagen. Er könnte auf die Map gehen und Gegnern aus dem Weg gehen, jedem Kampf aus dem Weg gehen. Genauso könnte er sein Ziel angehen, also seine Mission oder seine Missionen. Und er könnte einfach reingehen und chillen, allem aus dem Weg gehen und die Map erkunden.
Da das augenscheinlich mögliche Optionen sind, gehe ich davon aus, dass eine Mission nicht zwangsläufig erfüllt werden muss, um zu extracten. Anscheinend haben wir hier sehr, sehr hohe Freiheiten. Ob das unter einer Zeitbegrenzung stattfindet oder nicht, werden wir noch sehen. Dadurch, dass es jetzt Free-to-Play wird, haben wir natürlich wieder die Panik vor Cheatern und das Anti-Cheat-System, was wir haben und bereits eingesetzt wird in Warzone 2, will ich nicht falsch sagen, aber es müsste momentan das Anti-Cheat-System sein, was benutzt wird, ist das sogenannte Ricochet-Anti-Cheat-System und dieses wird auch im DMZ-Modus aktiv sein. Kommen wir nochmal zurück zu den Missionen und zwar haben wir hier einen Hinweis darauf, welche Mission es überhaupt geben könnte. Die erste Missionsart, von der wir gehört haben, ist die Geiselrettung. Jetzt auch hier wieder, immer wieder, wie auch immer das aussehen mag, werden wir jetzt eine Geisel über die Map hinter uns herziehen müssen, darf sie da nicht sterben. Sehr, sehr spannend. Also Geiselrettung scheint ein Missionstyp zu sein und ein weiterer Missionstyp scheint zu sein die Sicherung von radioaktivem Material. Das heißt, Material muss irgendwo gefunden werden, gesichert werden, vielleicht in irgendeinem besonderen Behälter dann transportiert werden und dann extracted werden. Ja, bei dem nächsten Punkt werde ich etwas nervös, muss ich ehrlich sagen, und zwar reden wir momentan immer noch von einem Extraction-Shooter. Wir wollen aber einen Extraction-Loot-Shooter. Und da ist es wichtig, dass wir ein komplexes Loot-System haben. Loot, mit dem wir Progress haben, mit dem wir was machen können, mit dem wir Händler bezahlen können, mit dem wir selber Sachen kreieren können und so weiter und so fort. Momentan wissen wir noch gar nichts über den Loot, über überhaupt das Loot-System, über das Transportsystem in Sachen in Form von Rucksäcken. Wir wissen jetzt, Rucksäcke wurden neu eingeführt. Also das Loot-System in Warzone 2 hat sich etwas verändert. Aber dieses Rucksacksystem, was eingeführt wurde, ist minimalistisch. Also es erweitert sozusagen nur die Kapazität der Munition beispielsweise, die man in Warzone 2 benutzen kann. Also was ist das Loot-System in DMZ? Wir wissen gar nichts, außer zwei Punkte. Und zwar, dass das Loot-System Waffen und Ausrüstung beinhaltet. Also wir werden im DMZ-Modus definitiv Waffen sammeln können. Wahrscheinlich über diese Loot-Kisten, die man auch aus Warzone kennt. Die wahrscheinlich auch an den gleichen Positionen sein werden wie in Warzone 2. Also kennt man die Warzone 2-Map, also spielt man Warzone 2 sozusagen. Dann wird man auch die Positionen der Kisten kennen für den DMZ-Modus und umgekehrt. Man könnte also rein theoretisch im DMZ-Modus die Map erkunden, die Positionen lernen und so weiter. Und diese an Warzone 2 anwenden. Also auch das geht in beide Richtungen. Auf jeden Fall, in diesen Kisten gibt es eben Waffen. Das heißt, ein Loot werden auf jeden Fall Waffen sein, eine Lootart. Und Ausrüstung, also irgendwelche Minen, Munition und so weiter und so fort. Und das ist aber jetzt ein Gerücht, dass Skins, also sogenannte Blueprints, ebenfalls Teil des Loot-Systems sein könnten. Das ist spekulativ, aber wir wissen, dass Blueprints eingeführt werden. Das ganze Smith-System wurde verändert, also die Art und Weise, wie man die Waffen baut in Warzone, wurde verändert. Und im Zuge dessen gibt es jetzt Blueprints. Das heißt, mit Blueprints kann man sozusagen gewisse Dinge freischalten. Und hier geht es jetzt erstmal primär um Skins. Man stelle sich vor, man findet eine sehr, sehr seltene Skin, der ausschließlich im DMZ-Modus fahrbar ist. Man kann sich vorstellen, wie viele Leute dann nur deswegen wahrscheinlich schon im DMZ-Modus spielen würden. Und diese Skin kann man dann wiederum tragen im DMZ-Modus natürlich, aber vor allem auch im Warzone 2-Modus, was natürlich dann eine sehr hohe Attraktivität hat für die Spieler insgesamt im Call of Duty-Universum. Also hier ein Teil des Loot-Systems könnten definitiv Blueprints sein und die könnten dann Skins beinhalten von gewissen Seltenheitsgraden. So Leute, ganz ehrlich, das war's. Ich werde jetzt nicht weiter spekulieren und ich habe noch ein paar Leaks in der Hintertasche, aber das ist mir alles zu heiß. Wir warten ab die nächsten Tage. Ich werde euch up-to-date halten. Ich hoffe mal, dass wir so in 5-6 Tagen wieder mehr Informationen haben. Es werden jetzt Interviews erfolgen, vielleicht kommen noch ein paar Events, ein paar Leaks und so weiter und so fort. Das Ganze wird jetzt wie ein Puzzle immer mehr zusammengefügt. Also schwieriges Thema, weil wir wirklich so wenig Infos haben, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, macht's gut, bleibt sauber und gesund. Hasta luego, hasta la vista und ciao, 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 ciao.